Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Runde Let's Play Civilization 6 hier auf meinem Kanal. Und zwar, wir sind auf der Suche nach der letzten oder vielleicht vorletzten, ich weiß nicht genau, verbliebenen ägyptischen Stadt. Boah, was ist hier los? Sumerien, Kampfarm, was ist das denn? Montezuma? Das ist ein bisschen wenig. Hast du nicht irgendwas, was wir brauchen? So. Macht einen gerechten Vorschlag. Ja, genau, ja. Diesen Vorschlag ablehnen. Nee, Japan, es tut mir leid. Ihr wart auch nicht so freundlich zu uns. Die scheinen was im Schilde zu führen. Ist das Gilgamesch? Ja, Gilgamesch. Und Gilgamesch war auch ein harter Gegner, ne? So, den lassen wir hier erstmal stehen. Bereitschaft. Den Panzer, der kann man sich ein bisschen bis zur Heilung verschanzen. Ach ne, warte mal, hier. Was ist denn das da noch? So, bis zur Heilung verschanzen. Die haben, glaube ich, nicht so viel Reichweite. Ich werde den mal wieder hier oben hin verlegen. Das kann nämlich vielleicht das ein oder andere Feld dann ausmachen, was dann reicht. Wir werden sehen. Sägewerk. Hier drüben können wir aktuell nicht mehr hinkriegen, ne? Ah doch, warte. Könnten wir von hier zur Sicherheit mal noch zwei Bomber abziehen? Können wir soweit Überführungsflüge machen bis rüber? Nein. Aber bis hier können wir das. Und dann nehmen wir noch einen weiteren weg. Bis hier kann man das. Weil die holen wir dann beide in der nächsten Runde hier rüber. Ist ja viel zu riskant, was hier los ist gerade. Falls er jetzt sich in unsere Richtung ausmacht, haben wir noch eine Runde Zeit, die Bomber hier rüber zu holen. Und damit haben wir da vier Kampfbomber. Vor allem haben wir auch einige ganz gute Fernkraftverteidigungseinheiten hier. Zumindest, ne? Maschinengewehr, Maschinengewehr, Maschinengewehr. U-Boot, die Flugzeuge. Bin ich gespannt, ob der in unsere Richtung fährt. Achso, ist auch, warte. Ach. Mach erstmal was Einfaches, mach erstmal Handwerker. Produkt wählen. Erstmal reparieren. Benötigte Befehle. Ach, die Flugzeuge hier. Können also erstmal in Bereitschaft bleiben. Mehr kriegen wir unten erstmal eh nicht unter. Oder sollen wir den auch lieber hier schon mal irgendwo hinbringen? Ich traue dem Braten da drüben nicht. Kann sein, dass er irgendwo anders hin will. Schön wär's. Ansonsten haben wir hier gleich Spaß hier unten. Weil die Sumerer sind auch tatsächlich... Der Gilgamesch ist stark. Das sollte man nicht unterschätzen. Erstmal verschanzen. So. Das U-Boot. Ja, wir kommen in diese Gewässer. Hier ist vielleicht die letzte Stadt. Senna. Das wäre natürlich auch cool. Dann haben wir hier noch eine Stadt auf dem Kontinent an einer ganz anderen Ecke. Wird aber schwierig zu sein, die zu halten. Weil wir da wahrscheinlich ziemlich schnell Opfer vieler Angriffe werden. Aufwecken. Wir haben nur noch zwei Kampfbomber hier gelassen. Das war ein bisschen wenig vielleicht. Ein bisschen voreilig. Vor allem, weil wir mit denen nicht so weit kommen. Zwei Reichweite. Wir müssen die austauschen, glaube ich. Hier müssen die mit zwei Reichweite hin. Dann kommen wir gerade so in die Region. So, dann hätten wir hier noch das Problem. Kampfpanzer sollen wir da mal rüber, aber der ist noch nicht voll Energie. Das U-Boot ziehen wir auch dahin. Naja. Hier noch ein Bauernhof. Ist
das hier der Naturforscher. Ja, ich weiß immer noch nicht genau, was mache ich mit dem. Muss auf einem gültigen Geländefeld Nationalpark befinden. So was haben wir noch gar nicht, ne? Ach, hier oben. Ach, hier auch. Ein Apostel. Können wir den mal hier rüber schicken vielleicht? Um mal ein bisschen was zu erforschen. Dann würden wir mehr davon bauen, wenn das funktioniert, so wie ich mir das erhoffe. Hier modern. Ach, das war flaches Land. Das war dämlich. Bereitschaft. Die Flugzeuge bleiben erstmal hier in Bereitschaft. So, steigt die Spannung. Was jetzt hier drüben passiert? Ich weiß es nicht. Dann haben wir auf jeden Fall schnell noch zwei Bomber mehr, um die alle immer einmal anzuschädigen. Es wird schwierig, dieses hier zu halten. Aber die kommen nicht so schnell voran. Also wir würden dann auch versuchen, noch Einheiten hier zu kaufen. Wenn es auch nur schwache Einheiten sind, haben sie überhaupt eine Einheit. Gilgamesch, was führst du im Schilde? Traust du dich tatsächlich, uns anzugreifen? Willst du uns hier vertreiben von diesem Kontinent? Wir werden sehen. Also mit dem weg, das ist doof meist nicht. Aber wohl kann Klippen. Er kann Klippen erklimmen. Aber ich glaube, wir bringen ihn mal darüber. Vielleicht reicht das ja. Von hier können wir aber auch nicht, ne? Das ist auch zu weit weg. Haben wir hier nochmal zum Testen ein Flugzeug mit zwei Reichweiten mehr? Das wäre so einer. Und möglichst nah dran aus meiner Rechensicht wäre dann der hier eigentlich. Hier ist immer noch so ein Flugzeug. Können wir das nicht irgendwie einnehmen? Ich würde das gerne klauen. Ich mag Kampfbomber. Obwohl natürlich cooler wäre, wenn wir auch irgendwelche. Wenn es noch hier Tarnkappenbomber oder irgendwas geben würde, ne? Ein bisschen blöd, dass das gar nicht gibt. Wir haben immer noch 8 Handelskapazitäten frei. Das nehme ich erstmal alles weg wieder. Danke, 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 danke. So, dann wissen wir ja, wo wir hin wollen, ne? Ich glaube, da fährt man so ein bisschen mit hier. Ich würde hier. Ach nee, hier kann ich nichts mit Glauben kaufen. Warte, wo hat man denn das gekauft mit dem Glauben? War das hier? Noch ein Apostel? Oder ein Missionar? Verbürgung 4. Weil die kann man ja scheinbar nutzen, um durch fremde Länder zu laufen. Davon würde ich jetzt gerne dann einfach mal jede Runde einkaufen, um die alle hier rüber zu schicken und möglichst schnell den anderen Kontinent jetzt mal zu erforschen. Wir müssen da ja mal ein bisschen sehen, damit wir auch die Gegner besser einschätzen können. Vor allem müssen wir gucken. Ah, so ist verdächtig. Denkst du nicht zu Unrecht? Ja, die kommen näher. Eindeutig. Gut, dass wir gleich hier noch die Kampfbomber rüberholen. Und dann bin ich gespannt, wo die. Also, wir werden die beobachten. Vor allem mit unseren. Da kommt noch einer. Sollen wir den vielleicht nochmal runterholen hier? Dann hätten wir nämlich. Und auch den holen wir in die Nähe. Mit 4 Marineeinheiten können wir relativ schnell die gewässerten Einheiten alle erledigen, zumindest stark schädigen. Das ist da zu eng auf der Ecke, kommt da nicht so leicht durch. Stadion? Wo denn? Wo sind wir jetzt? Ich habe es nicht gekriegt. In Bremen. Bremen war eigentlich auch prädestiniert, Düsenjäger zu bauen. 15 Runden. Münster.
Raumhafen. Macht eigentlich wenig Sinn. Vielleicht noch an den Spion brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. Vielleicht auch noch mal irgendwie Kampfpanzer. Trier, eine Arena für die Zufriedenheit hier unten. Nähchen, Fabrik. So, jetzt können wir auch mal endlich anfangen, hier wieder was Ordentliches zu bauen. Ein Markt. So, der war ohne Reichweitenverlängerung. Und heißt, ich glaube, er konnte nicht so weit, ne? Nicht ganz, aber wir sehen die Stadt, ne? Also ich glaube, daran kann es nicht liegen. Das ist einer mit zwei Reichweite. Haben wir dann noch einen mit zwei Reichweite vielleicht? Vielleicht ist da ja auch ein näher dran, weil es genau schräg ist. Neue Basis zuweisen. Dresden. Neue Basis zuweisen. Können wir nicht. Haben wir hier... Hä? Oder kann er nicht so weit fliegen? Wir gehen nochmal hier... Konnte nicht so weit fliegen, okay. Leipzig kann es noch nicht. Bringen wir wieder nach Magdeburg, dann haben wir hier an der Grenze auch einen Bomber. Ups, kann ich schaden. So, wir wählen weiterhin Produkte und Theben hier oben. Es hat auch so gut wie alles. Vielleicht nochmal einen Handwerker, um das Land hier aufzuforsten. Hier haben wir nämlich noch eine ungenutzte. Ne, ist eine genutzte, aber okay. Bauernhof. Also von hier reicht es nicht ganz. Obwohl es eine ist mit viel Reichweite, haben wir keine Chance dahin zu kommen. Na gut. Dann weisen wir denen wieder eine Base zu. Das ist dann hier oben. Müssen wir ein bisschen auf unser Atom-U-Boot hoffen. Mainz. Wir haben hier auch noch irgendwie... Na wo, nee, das wäre der gleiche Weg. Macht da irgendwie keinen Sinn. Weiß auch nicht genau. Vielleicht hier oben noch mal nach Memphis. Weg beginnen. Brauchen hier mehr Straßen da oben. Der ist erledigt. Dann kann hier drüben noch mal schön Bauernhof bauen. Die Einheit benötigt Befehle. Gehen mal irgendwie hier rüber und versuchen mal da irgendwas zu erforschen. Zumindest auch schön Vorbewegung, kommt gut voran. Das U-Boot ziehen wir jetzt auch hoch. Und natürlich in der Hoffnung, dass Sena, wie auch immer, die letzte ägyptische verbliebene Stadt ist. Der Kampfhummer wird, glaube ich, gleich angreifen können. Der soll wässern. Ah ne, der eigentlich nicht. Obwohl, naja, zur Verteidigung, wenn wir die Stadt da drüben tatsächlich kriegen, brauchen wir den vielleicht doch. Dann haben wir hier aber fast keine Landeinheiten mehr, ne? Außer dem Panzer hier unten. Hamburg. Haben wir noch irgendwas, was noch nicht
Da würde er sogar ins Wasser gehen. Warte mal nach Nanmandol oder so. So, so langsam kriegen wir unsere Handelswege voll. 6 Stück noch. So, Sägewerk. Das ist eine leicht angeditschte Einheit. Kämpft damit irgendjemanden? Oder was ist hier los? Ich verstehe es aber noch nicht. Ach, der Spion ist angekommen. Dann sehen wir hier auch ein bisschen was von den... Neue Stadtreisen. Reisen wir nach Shalako. Gucken, ob wir da dann auch ein bisschen mehr sehen. Ob wir weitere Städte sehen, so wir deren reisen können. Guck mal, 7 von 8. Nicht wenig. Nächste Runde. Wir sind gespannt, was die hier machen. Ne? Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ob wir jetzt gleich in den nächsten Krieg mit Gilgamesch gezogen werden. Sind ein paar Einheiten, ne? Sehen wir hier. Super Raketenartillerie, dreimal. Zweimal Raketenartillerie, drei. Das ist nicht, ja, nicht einfach. So, was kann er denn jetzt eigentlich, der Naturforscher? Hat einen Nationalpark errichten. Das ist bestimmt gut für die Zufriedenheit, oder? Muss gut sein für die Zufriedenheit. Kann gar nicht anders. So, ich hoffe, diese Einheit reicht dann gleich. Aber noch ist hier nichts runter, ne? Also wir brauchen dringend das zweite U-Boot da. Plus die ersten Flüge hier. Schwierig. Aber sehr schön, wenn wir hier noch einen zweiten Punkt schon mal kriegen, an dem wir nachher dann auch Einheiten sammeln können. Also hier, wie gesagt, ist jetzt auch nächste 4 Bomber, 2 Kampfflugzeuge und gleich auch 4 Schiffe. Okay, er will irgendwo anders hin. Vielleicht sollten wir ihn aber begleiten. Nur mal so ein bisschen zu gucken. Wie gesagt, ich traue ihm nicht. Ich weiß nicht, wo er hin will, aber soll er sich ruhig mit den Japanern aufreiben? Was ist denn, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte? Naja, okay, also wenn Jakarta uns den Krieg erklärt, die können wir uns ziemlich schnell holen. So, wir sollen wieder Produktionen wählen in Lübeck. Noch ein Stadion oder jetzt auch in Lübeck schon mal wieder anfangen. Hat er tatsächlich einen Raketenkreuzer gebaut? Wie wäre es mal mit einem Flugzeugträger? Auch ein stärker, dauert 30 Jahre. So, sind wir jetzt hier? Ich sehe überhaupt nicht, was wir hier machen sollen. Produkt wählen. Militärakademie, Sendezentrum. Vielleicht eine Militärakademie, um hier auch noch tollere Bodeneinheiten zu produzieren. Ein Leuchtturm hier unten macht Sinn, wegen, dann können wir hier aber die Fische irgendwas holen. Alter, was ist das hier für eine verrückte Religionsflotte? Unterhaltungskomplex, damit er für die ganze Insel zählt, würde ich hier noch einen nach oben gehen. 3, 4, 5, kann sein, dass es da oben nicht ganz in der Reichweite ist. So, jetzt aber, ne? Der reicht ja wohl. Der Reichweitenbomber hier. Das U-Boot kommt ja nicht so richtig hinterher. Das dauert noch ein paar Runden. Aber es gibt keinen Frieden mehr mit den Ägyptern. Kampfstärke gegen Marine, Fortbewegung, Sichtweite. Ach, ich muss weiter angreifen, nützt ja nichts.
So, was ist das? Was ist das? Was ist los? Du sollst hier erstmal in Bereitschaft bleiben. Scheinbar aktuell keine Gefahr. Hat noch einen Reichweite. Kommt also nächste Runde auch in die gefährliche Zone. Der ist noch in Bereitschaft. So, was kann er denn noch Schönes? Hier unten sieht es so schlecht aus bei euch irgendwie. Spannend, ob er das überhaupt schaffen kann. Aber sehen wir gleich. Nein, ich gehe noch nicht mit denen weiter. Reicht auch gerade so, war nur nicht zu sehen. Geht das mit euch auch? Ich glaube nicht. Da haben wir zumindest zwei Bomber, die fliegen können, und zwei Atom-U-Boote. Das heißt also noch zwei Folgen ungefähr, ja, zwei Runden. Nächste Folge werden wir die ägyptische Stadt auf jeden Fall kriegen. Ja, mit dem können wir aktuell nichts anfangen. Wir könnten denen hier oben schon eine neue Basis zuweisen, ne? Kommen hier auch wieder drei hin. Nicht, dass die Inder sich hier irgendwie nicht aufmüpfig werden, weil es sind echt wahnsinnig viele Einheiten. Hier macht es einfach die Masse statt Klasse. So, ein bisschen mehr Kampfstärke für den Kampfpanzer. Bereitschaft. Ja, da kann sowieso noch eine Runde überspringen. Gucken wir mal, ob die Sumerer uns hier irgendwie entgegenkommen. So, der geht in Bereitschaft. Der geht jetzt nach unten. Und der fährt, kann nicht mehr fahren. Bereitschaft. So, wie sieht es hier überhaupt aus? Sollen wir Dresden mal irgendwas spendieren? Zum Beispiel sowas hier. Hanse. Nein. Kaufen. Das können wir alles nicht kaufen. Und die hier Kriegseinheiten sind sowieso zu teuer. Noch ein Naturforscher. Weiß ich aber nicht, was das hier bringt. Vielleicht kaufen wir hier eher nochmal irgendwo Naturforscher. Wo war das denn? Hier war das unsere Stadt, wo wir sowas kaufen können, ne? So. Kornspeicher. Monument. Auch das war blöd. Das war das Falsche, was wir gekauft haben. Ja, so, jetzt haben wir einen Panzer hier drüben. Die Bereitschaft. So, das ist eine harte Truppe hier. Ja, den wollten wir hinterherziehen, haben wir gesagt. Und falls sie die Stadt kriegen, behalten tun wir ja, wollen wir sie auch behalten und verteidigen können. Dafür brauchen wir auch so eine gute Fernkraft-Truppe. So, kalkulieren wir nochmal durch und sehen uns morgen wieder. Ich danke euch, bis dahin. Und tschüss.